Hallo, ich melde mich auch mal wieder. Man sieht heute Abend, ist ein toller Sonnenuntergang und ich bin in meinem Bastelzimmer und ich möchte euch heute mal was Besonderes zeigen wieder mal. Heute geht es mal um die Soundsteuerung und da bin ich jetzt seit Wochen lang am Tüfteln und da schauen wir jetzt mal, wie es weitergeht. Wie man hier sieht, ist wieder mal das große Chaos ausgebrochen bei mir hier und ich versuche eine Soundsteuerung einzubauen, also ich hoffe mal, dass das klappt. Der PC ist gedacht für die Soundsteuerung unter der Anlage. Der kommt unter die Anlage, aber ich will das heute mal zeigen, wie ich mir das denke und wie das klappen soll. Ich habe das in den 80er Jahren schon einmal, da habe ich das mit Kassettenrekorder und mit am Ende mit CD-Playern gemacht, aber wie gesagt, die Technik geht ja weiter und jetzt versuche ich das mal mit PC. Wenn ich die Anlage starte, passiert natürlich irgendwas. Das hören wir uns jetzt an. Und das ist der Tarzan-Schrei. Ich könnte natürlich meinen eigenen Tarzan-Schrei machen. Aber das ist ein Ding vom Johnny Weissmuller von 1936. Und mein Tarzan-Schrei, der wäre nicht so toll. Außerdem müsste ich mir dann wahrscheinlich einen Backstein auf die Füße werfen hier, damit ich das so irgendwie hinbekomme. Außerdem ist der PC internetfähig und ich habe mir eine extra Leitung mit LAN-Kabel gelegt hier, dass ich hier ob am Eisenbahnzimmer auch mit meinen Oberfreunden sprechen kann. Also wie gesagt, hier jetzt kann ich beim Basteln mit den Leuten schwitzen und kann mir nebenher Eisenbahnvideos anschauen. Also ich finde das cool. Jetzt kommen noch ein paar kleine Beispiele hier, wie ich mir das gedacht habe mit der Soundsteuerung. Ich bin nur mal gespannt, wie ich das hinbekomme, aber bis jetzt sieht das ganz gut und ganz cool aus und wie gesagt, ich habe da jetzt hier Verbindungen mit den Leuten hier und das ist richtig toll und klasse. Natürlich kommen da noch ein paar kleine Jokes dabei hier, bei den Sounds, das ist ganz normal, man kennt mich jo. Und wir schauen jetzt mal uns die Beispiele an und ich wünsche euch viel Spaß. Achtung, Bahnsteig 3, Zug fährt durch. Wir freuen uns, dass wir heute eine prominente Bahnsteigansagerin aus den Niederlanden verpflichten konnten, die auch teilweise für die WCG spricht. Wie gesagt, es hat Spaß gemacht, hier durch die Makros zu ziehen. Und ich finde das klasse und toll, dass wir sowas zusammen machen können. Also, toll. Jetzt kommen noch ein paar Beispiele von Loks, von verschiedenen Geräuschen und wir hören und sehen uns das jetzt einmal an. Achtung, Bahnsteig 3, Zug fährt durch. Achtung, Bahnsteig 2, Zug fährt durch. Achtung, Bahnsteig 2, Zug fährt durch. Hier zeige ich jetzt, wie man Lok-Sounds einspielen kann. Motorstart. Und auch beim Anfahren und bei der Zugfahrt. Nur mal so als Beispiel. Ah!
Wie gesagt, ich könnte nur noch viel mehr einspielen hier. Die Sounds vom Stadion, die Geräusche aus der Horror-Ecke. Das kommt bestimmt auch ganz cool und gruselig rüber. Vielleicht kommt ihr was zu Halloween. Des Weiteren könnte ich noch einspielen. Ja, hier der Sound vom Millennium Falcon oder die Auftauchgeräusche vom U-Boot. Aber ich will das heute nicht übertreiben. Und mit der Zeit kommt da wahrscheinlich noch mehr. Ich will auch keine halbe Stunde Video machen. Und ich wünsche euch was. Und bis dann. Tschö.